Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von StarCast. Heute werden wir uns ein bisschen über die Entwicklung und über den Ursprung von Clone Wars unterhalten und unsere Meinung dazu. Heute habe ich wieder den Tobi mit dabei. Moin moin. So, dann gehen wir gleich mal an die Sache. Ich hätte gesagt, wir fangen mit Clone Wars, dem Film, an, womit ja alles angefangen hat. Ja, das stimmt. Habe ich lange nicht gesehen. Mal sehen, ob ich mich erinnern werde. Also, im Großen und Ganzen ist es Jabbas Sohn, der entführt wird, der dann vom Jedi-Tempel und von den Sith, der wird von den Jedis. Die Jedis werden angezettelt, den Sohn zu capturen, also halt zurückzuholen, weil Asajj Ventress ihn fangen genommen hat. Und dort wird man das erste Mal auch zu Ahsoka Tano eingeleitet. Genau, genau, daran erinnere ich mich. Genau, und dann, ja, ich glaube, den Rest weißt du wieder, oder? Ja, genau. Das. Was hältst du von dem Film? Also ich müsste ihn mir mal wieder angucken, um das besser beurteilen zu können, das muss ich ganz klar sagen. Ich fand ihn nicht schlecht, ich finde aber die nachfolgende Serie The Clone Wars hat weitaus bessere Elemente als dieser Film. Ja, ich sag immer so gern, dass der Star Wars The Clone Wars Film nichts anderes als eine Pilotfolge für die ganze Serie war. Das kann man, glaube ich, ganz gut so ausdrücken. Ich meine, klar, ich fand's ganz lustig, ne, als Ahsoka, du sagtest schon, dass er erstmal auftaucht und sie kommt da, "Hi, I'm Ahsoka Tano, I'm your new Padawan." Und Obi-Wan so... Sie ist ein bisschen schrillig. Ja, genau, da ist sie noch sehr schrillig, aber Obi-Wan so ganz cool... "Hello, I'm Obi-Wan Kenobi, your new master." Und Ahsoka nur so, "Well, I'm in your service, Master Obi-Wan, but I'm here for Anakin." Und Anakin so, "Was? Nein, what the fuck? Geh weg, ich will keine Schülerin, tschüss." Vor allem, er ist ja noch nicht mal ein Jedi-Meister, das ist so, ja. Gut, du musst ja kein Meister sein, um einen Schüler zu bekommen, aber... Soweit ich weiß schon. Nein, Obi-Wan Kenobi ist ja auch direkt vom Padawan zum Jedi-Ritter geworden und hat ja auch Anakin direkt als Schüler gehabt. Ja, er wurde sofort zum Meister gerankt. Nein. Nee? Er wurde nicht vom Padawan direkt zum Meister, das ging nicht. Er war auch erstmal ein normaler Jedi. Ja, er hat ihn ja nicht mal ausbilden dürfen, er hat gesagt, ob ich darf oder nicht, ich werde es trotzdem machen. Ja, und dann hat Yoda ja gesagt, ja, gut, der Rat stimmt zu, Anakin wird dein Schüler. Ja, keine Ahnung, das habe ich nicht mehr so im Kopf. Ich habe Episode 1 und 2 schon so lange nicht mehr gesehen. Das ist unglaublich lang her. Naja, aber wir wollen jetzt nicht über Episode 1 oder 2 reden, sondern über The Clone Wars. Genau, und ich sage mal so, ich bin einer der wenigen, der den Film tatsächlich in Ordnung fand. Ich fand die Öffnungsszene mit Christophsis ziemlich cool, wo halt gleich am Anfang die Klonkriege, Klone sterben in Massen, rennen aufeinander zu. Du wirst direkt von, das Erste, was du siehst, ist, glaube ich, Cody mit seinen Einheiten. Ich fand den Film ganz cool, mir hat er ganz gut gefallen. Ist halt natürlich nicht auf einem höheren Standard, wie jetzt beispielsweise die letzten Staffeln von der Serie, aber mir hat er im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut gefallen. Ja, also wie gesagt, ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Er war halt sehr kindisch. Ja, genau, aber darauf war die Serie aber auch zuerst ausgelegt, ein jüngeres Publikum mit einzufangen. Genau. Dass sie jetzt dann das Konzept geändert haben, merkt man deutlich, aber erstmal war das so. Ja, im Großen und Ganzen haben wir den Film sozusagen abgeklärt. Kommen wir mal in die erste Staffel und ich habe vorhin schon gesehen, da sind echt ein paar Stinker mit dabei. Ja, ich habe auch gerade die Staffelübersicht vor mir. Aber auch ein paar Perlen, muss ich sagen. Also Rekruten war extrem gut. Also wir reden jetzt so ein bisschen für die Leute, die sich nicht daran erinnern können. Episode 5 von der ersten Staffel Rekruten war, wo man das erste Mal, glaube ich, Fives und Echo findet, die stationiert waren auf so einer kleinen Aussichtsplattform, wenn ich das mal so sagen kann, wo Rex und Cody sie dann retten und rausholen. Also das war eigentlich eine der guten. Und Fives und Echo sind auch die, die als ARC Trooper bis zu Staffel 6 mit dabei sind. Genau. Und ja, wir begeben uns, nochmal kurz dazu, wir begeben uns erst im Nachhinein der Folge auf Spoiler und die neue Staffel. Also wir werden vorher nichts wirklich anteasen, Staffel 7, sondern einfach über bis Staffel 6 reden. Und sobald die Spoiler kommen, können die rausschalten, die es noch nicht gesehen haben. Genau. Ja, du sagtest es schon, die Rekruten, also wir werden uns hier, denke ich mal, auf die deutschen Namen stürzen, damit das nicht zu verwirrend wird. Folge 8 der ersten Staffel, aber genau das Gegenteil, eine Finte oder, ja, wie du sagst, ein Stinker, super heftig Jedi. Ja, ich glaube, jeder Star Wars-Fan wird sofort wissen, ach scheiße, der Typ schon wieder. Ich meine, ich bin jetzt kein Jar Jar-Hasser in den Filmen, finde ich ihn okay.
Gerade im zweiten Teil hatte er sollte ja deutlich mehr Screentime haben, aber es wurde ja gecancelt. Aber da ist er schon ein bisschen, ich sag mal, gebildeter geworden. Aber in dieser Folge Superhefty Jedi, das ging einfach gar nicht. Also sorry. Sie haben versucht, ihn wieder zu integrieren, aber das war einfach so fehl am Platz. Du hast einfach die Folgen, wo sie wirklich ein bisschen erwachsener wirken wollen und dann holst du auf einmal Jar Jar Binks rein und machst ihn noch dümmer, als er schon ist. Weißt du, wie ich meine? Ah, das hat mir gar nicht gefallen. Meine Fresse. Ich meine, das erste Mal, wo ich es gesehen habe, habe ich mir nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Das ist schon ewig her. Wann war denn das? 2008? 9? Oh, 2008 war die erste Staffel. 2008. Das ist so lange her. Damals habe ich noch gar keine Probleme mit Jar Jar Binks gehabt. Erst im Nachhinein, wenn man sich so ein bisschen mit Filmen und Serien auseinandersetzt, Charakterbildung, dies und jenes. Ich habe nichts gegen Jar Jar Binks. Ich würde nicht sagen, er gehört nicht dazu. Aber in Clone Wars ist er einfach sehr, sehr falsch dargestellt, sage ich jetzt mal so. Ja, er wird da wieder viel noch zu hippelig dargestellt, viel zu kindisch, was er in den Filmen so ja auch nicht mal war. Zumindest nicht im zweiten Teil und das spielt halt nach dem zweiten Teil. Die Slapstick-Einlagen sind einfach ultimativ krass. Ja, und nicht im positiven Sinne. Naja, das soll jetzt aber auch kein Jar Jar Bashing werden. Wir können ja mal weiter gucken. Nö, im Großen und Ganzen habe ich auch nichts gegen den Charakter. Aber kurze Frage, wie findest du General Grievous in den Clone Wars? Ich finde ihn eigentlich gut gemacht. Eigentlich finde ich ihn ganz gut gemacht. Er ist halt, ja, der böse Druidenanführer, den man darstellen wollte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Fan von General Grievous, von seiner Entstehungsgeschichte, aber man hätte ihn ganz anders reinholen müssen. Man hätte ein bisschen Backstory machen müssen. Ich fand die Folge cool. Das ist sogar, glaube ich, sogar in der ersten Staffel, in den Fängen von Grievous, wo er die zwei Jedi bei sich zu Besuch hat, inklusive Kit Fisto. Und seinen ehemaligen Padawan, genau. Genau. Nadal, irgendwie so hieß der. Ja, genau. Da bin ich ganz bei dir. Hätte mich auch interessiert, ein bisschen Backstory. Ich habe das durch Comics oder so mal gelesen, wie das dazu kam. Aber das wäre sehr interessant geworden, das auch mal, ich sag mal, filmerisch darzustellen, genau, wo Grievous eigentlich herkommt, weil er ist auf einmal einfach da. Ja, also ich finde halt einfach, man hätte das um einiges besser umsetzen können. Meiner Meinung nach, ich meine, ich bin im Großen und Ganzen zufrieden und will da nicht zu sehr drauf bashen, aber man hätte es besser machen können, um einiges. Ja, aber das ist ja meistens so, dass man dann irgendwelche Anregungen im Nachhinein hat, deswegen da bin ich gar nicht mal so böse. Aber ich weiß noch, wie am Anfang der Artstyle von Clone Wars niemandem gefallen hat. Schau dir Count Dooku an, jetzt mal ehrlich, sieht das so lächerlich aus, bis zum Schluss. Ich bin mit dem Artdesign von Count Dooku sehr unzufrieden und auch mit der Darstellung, wie er da dargestellt wird. In The Clone Wars wirkt Count Dooku einfach nur aggressiv, nur wie ein Snob, sag ich mal, also sehr, sehr hochnäsig und seine Darstellung ist zu kantig. Wenn wir uns das Original anschauen, Count Dooku war ein Jedi, wie Mace Windu das mal sehr passend festgestellt hat. Und so benimmt er sich auch. Natürlich ist er mittlerweile auf der dunklen Seite, aber er hat noch Anmut und er hat auch eine gewisse Höflichkeit und auch... Die fehlt in den Clone Wars. Komplett. Aber komplett. Ich finde, in den ersten Staffeln hat er mir gar nicht gefallen. Einfach, schau mal sein Gesicht an. Man sieht so sein Bart. Man sieht Christopher Lee nicht mehr. Genau, und zwar gar nicht. Das haben sie ein bisschen verkackt. Aber ich meine, du kannst im Nachhinein nicht mehr so viel groß ändern, wenn du vor allem jetzt die ersten zwei Staffeln machst. Danach haben sie auf einmal Geld, können die Charaktermodelle um einiges schöner machen. Aber ich meine, wenn du mittendrin das Gesicht änderst, dann ist es ein Desaster. Ich finde es gut, dass sie trotzdem dran geblieben sind. Man muss sich halt dran gewöhnen, ganz einfach. Das stimmt. Also man muss halt auch ein bisschen differenzieren, finde ich. Wie gesagt, Count Dooku in den Filmen, Christopher Lee, gottgleich, meiner Meinung nach. Das war eine brillante Rolle. In der Serie gefällt er mir nicht so, aber okay. Genau, ja. Gut, also erste Staffel, sind ein paar gute dabei, aber doch sehr viel schlimmere Folgen. Also ich sag, die erste Staffel war einfach sehr, sehr kindisch und... Ja, hat sehr wenig gute Folgen mit drin. Ja, es sind auch ein paar schöne bei der unsichtbare Feind zum Beispiel mit dem Verräter unter den Klonen, fand ich auch mal schön, dass man sowas... Das war ganz cool, ja. Genau, behandelt. Genau. Ja, wollen wir mal in die zweite Staffel springen? Genau, zweite Staffel fängt sofort mit einer super Folge an, der Holocron-Raub. Wer sich nicht daran erinnern kann, Cad Bane, einer meiner Lieblings Bounty Hunter, die überhaupt in diese Serie mit reingeschrieben wurden, der ist so genial geschrieben, sein Artstyle ist extrem geil und
er fängt mit, was war das, mit einem Druiden, geht er in den Jedi-Tempel und versucht, eine Holocron zu stehlen. Genau, ganz genau. Und schafft es. Und schafft es, genau das. Ein genialer Typ und eine geniale Folge, meiner Meinung nach. Also Cad Bane ist einer der Besten, den sie damit reingebracht haben. Das war eine gute Änderung. Da sieht man auch, dass sie ein bisschen in die dunklere Richtung anfangen zu gehen, weil Cad Bane ist tatsächlich einer der schlimmsten Bounty Hunter überhaupt. Kopfgeldjäger, sorry. Und ja, da hat es mir angefangen zu gefallen, in welche Richtung sie gehen. Genau. Ja, fand ich auch sehr gut. Auch eine Folge, die ich gerne mag in der zweiten Staffel, die Folge 8, Gehirnparasiten, mit dem, ich sag mal, diesem geonosianischen Wurm. Genau. Der denn da die Klone befällt. Das fand ich sehr gut gemacht, finde ich. Also das war auch. Genau, das war dort, wo die Geonosianer sozusagen tot waren und als Untote noch laufen konnten. Sah am Anfang nach Zombies aus, hat sich dann mit diesem Wurm erklärt. Dieser Wurm tut sozusagen das Gehirn steuern, beziehungsweise nimmt dich als Wirt und kann deinen Körper steuern. Genau, und quasi ist mit dem Gehirn der Königin von Geonosis verbunden, also quasi, dass sie dich befehlen kann. Genau, fand ich auch noch ganz witzig, wo sie bei der Königin sind und die Geonosianer gerade Luminare und Dooley den Wurm reingeben wollen und Obi-Wan und Anakin warten einfach noch. Obi-Wan sagt, komm, schau, wo denkst du, geht da rein? Nase oder Ohr? Nase oder Ohr? Und dann warten sie beide, was passiert? Ich fand es so geil. Die beiden, Anakin und Obi-Wan, haben meiner Meinung nach eine richtig, richtig geile Beziehung in den Clone Wars. Genau, so sollte das aber auch sein. Ich meine, Zitat, du warst mein Bruder, ich habe dich geliebt, aus Episode 3, das sieht man da einfach. In Clone Wars kommt das nochmal besser zum Vorschein. Genau. Ich finde, dass die halt das, was in Episode 2 und 3 gefehlt hat, haben sie mit den Clone Wars perfekt noch eingefangen, um überhaupt noch so ein bisschen so Plotholes reinzuholen. Wie beispielsweise Rogue One hat ein perfektes Plothole einfach gelöst. So waren die Clone Wars Serie, hat halt dann immer wieder so kleine Sachen rausgenommen und verbessert. Genau, das sehe ich auch so. Fand ich mega gut. Und der Deserteur. Ich wollte gerade genau dasselbe sagen, der Deserteur. Mega Folge. Wo man den Klon findet, der sich mit einer Twi'League zusammen auf, ich weiß nicht mehr welchem Planeten gesetzt hat und desertiert ist. Einfach weil er ein eigenes Denken, er hat angefangen eigen zu denken und hat dem Krieg einfach nicht mehr zugestimmt und hat sich mit einer Twi'League sässig gemacht. Genau, ja, fand ich ganz nett. Und auch, dass Rex dann die Entscheidung getroffen hat, ihn nicht zu melden. Ja. Da hat man gemerkt, dass Rex einfach, ich meine, es wurde ja auch schon bestätigt, dass Rex einen Genfehler hat, der ihn einfach noch mehr eigendenken lässt als sonst irgendwelche Klone. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er mehr eigendenken hat, aber er hat... Doch, genau das wurde auch so erklärt. Na gut. Und das ist auch von Bad Batch, also die Klonen... Elite-Einheit, die man nachher nochmal sieht, die hat nämlich ähnliche Genmodifikationen, sagen wir es mal so, keine Genprobleme, sondern Modifikationen. Ah, okay. Also bei ihm war es nicht geplant, bei Rex, aber es kommt halt einfach raus. Du merkst einfach, der Typ, der hat seinen eigenen Willen und er setzt es auch durch, auch wenn er gegen Jedi reden muss. Ja, das stimmt. Sieht man ja in späteren Staffeln dann auch. Genau. Man wird in Staffel 2 auch das erste Mal zum Mandalore-Clan, wie heißt es ja schon wieder? Die Death Watch. Death Watch, genau. Zu Death Watch wird man eingeleitet und eine sehr geile Sache. Also ich bin nicht zufrieden, dass sie ständig alle Gesichter zeigen von den Mandalorianern, aber ich fand mit Pre Whistler haben sie nochmal einen richtig guten Sidekick-Bösewicht mit reingebracht. Ja, das stimmt. Wenn ich mir das jetzt so durchschaue, sind doch ein paar schöne Folgen mit dabei. Das stimmt. Ja, also war schön, ein bisschen Richtung Mandalore zu gucken. Auch Obi-Wan noch mal ein bisschen Backstory mit Herzogin Satine zu geben. Genau. Denn wenn man ein bisschen weiter in die Staffel guckt, haben wir das Zillow-Beast. Ja, das habe ich wo ich jünger war, wo es gerade rausgekommen ist, habe ich das geliebt. Und da, finde ich, sieht man zum ersten Mal auch ganz offen als oberster Kanzler die dunkle Seite in Palpatine. Genau, ja. So ein bisschen zum Anteasen für die, die es noch nicht gecheckt haben. Genau. Ja, das stimmt.
Da ist man auch auf dem Planeten von den Ducks. Das sind diese Spezies, die in Episode 1 von Sebulba gespielt wird. Ja, Sebulba genau. Ist einer der Ducks und das Silo Beast wohnt auf diesem Planeten, wo die Ducks eben leben. Fand ich cool, dass man die so ein bisschen mit reingebracht hat, so ein bisschen Geschichte dahinter gebracht hat. Genau. Und man sieht das erste Mal Boba Fett. Ich wollte es gerade sagen, der junge Boba Fett. Mit Aura Singh, oh mein Gott, ich habe die geliebt, bevor sie überhaupt in die Staffel mehr reingekommen ist, einfach weil sie in den Vision Dictionaries immer mit drin war. Da hast du dann Aura Singh gesehen und ich mochte schon ihren Artstyle, wie sie ausgesehen hat und als Kopfgeldjägerin. Und dann kam sie endlich in die Serie mit rein, ich fand es so cool. Ich weiß nicht wieso, aber die Frau mag ich. Ja, auch ein gut gemachter Charakter. Genau. Springen wir in die dritte Staffel. Dritte Staffel, oh, fängt auch wieder mit einer sehr guten Folge an. Genau, mal weg vom Schlachtfeldgeballer, sondern mal ein Blick nach Kamino, wo die Klone ausgebildet werden. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Das ist sozusagen eine Vorgeschichte zu Fives, Echo und dem ganzen 99er-Trupp. Man sieht auch das erste Mal, was Genmodifikationen mit einem anstellen kann mit CT99, sozusagen einer missmodifizierten Kreatur, hätte ich fast gesagt, ein Klon, der halt einfach zu schnell gealtert ist. Der war ein Jahr oder ein halbes Jahr, nachdem die Klonkriege angefangen hat, schon in seinen 60ern, 70ern. Also er sah auch ziemlich wüst aus. Ja, ist überhaupt bekannt, ob er gekämpft hat? Nee, ne? Der war ja von Anfang an, ich sag mal, missgestaltet. Nee, der wurde sofort in die Säuberungseinheit eingeteilt. Ja. Die wurde auch 99 genannt. Also da sind sozusagen alle modifizierten Klone sind sofort in die Sauberkeitseinheiten, wie auch immer die da genannt werden, reingekommen. Der Putztrupp auf Deutsch. Putztruppe, genau. Dass Einheit 99 in der späteren Staffel noch eine andere Rolle spielen wird, das erfahren wir aber nicht mehr in dieser Folge. Genau. Ja, da geht's doch dann, glaube ich, ist es schon. Nee, das ist noch nicht die Folge, wo sie dann Kamino angreifen, gell? Nee, das ist Folge 2, Arc-Soldaten. Ist das Arc-Soldaten? Oh, das ist ja eine geile Folge. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine geile Folge. Die hat mir so viel Spaß gemacht. Die schaue ich immer noch so gerne. Für die, die es nicht wissen, in Arc-Soldaten, Staffel 3, Episode 2, geht es darum, dass Kamino von Asajj Ventress und General Grievous mit einer riesen Droidenarmee angegriffen wird. Und sozusagen die Klone ihre Heimat beschützen müssen. Und es ist eine so gute Folge, die ist so actiongepackt, die ist einfach. Es war eine der besten Folgen überhaupt. Ja, bin ich ganz deiner Meinung, super gemacht. Also ich mag die Klon-Backstories auch mal ganz gerne, wenn die da aufkommen in der Serie. Ja, ich weiß nicht, die Klone habe ich einfach sehr lieb gewonnen, alleine schon in den anderen Hauptteilen der Trilogie, aber vor allem durch Clone Wars einfach mega gut gemacht. Auf jeden Fall. Springen wir mal ein bisschen nach vorne. Folge 10. Helden auf beiden Seiten. Genau. Jetzt nicht die actionreichste Folge vielleicht, aber ich finde es mal ganz schön, auch einen Einblick in den, ich sag mal, Senat der Separatisten zu bekommen und auf die Seite der Separatisten und dass da nicht alle einfach böse sind. Das wissen auch gar nicht viele, dass die Separatisten einen Senat bzw. eine kleine Gruppierung hatten, wo sich die Leute einfach wie zusammengesetzt haben. Das hat man in Episode 2 und 3 jeweils gesehen, aber nicht wirklich mit so einem Abstimmrecht. Weißt du, wie ich meine? Genau, die Separatisten haben sich trotzdem wie die Republik zusammengehockt und du merkst, selbst bei den Separatisten, sie sind gegen die Republik gewesen, aber nicht für die Zerstörung, die die Droiden mit sich gebracht haben. Nee, genau. Und dass das alles ja im Hintergrund noch ganz anders gelenkt wurde, das wussten die auch alle nicht. Eben, also ist eine sehr spannende Folge, vor allem um mit den Gegnern mal zu sympathisieren. Eine ziemlich gute Folge, hat das alles so ein bisschen umgedreht, hat mir Spaß gemacht, ja. Auf jeden Fall. Ja, Staffel 3, auch ein einschneidender Punkt, Asajj Ventress wird von Count Dooku abgestoßen, beziehungsweise auf Befehl von Sidious. Genau. Das Attentat auf sie schlägt ja fehl, sie überlebt, wie wir wissen, oder wie die meisten wissen, und Dooku möchte einen neuen Schüler, beziehungsweise einen neuen Attentäter, und denkt sich, Maul war ja schon ganz geil damals, so, hole ich mir doch noch einen von dieser Sorte. Und Savage Opress. Genau. Sein Bruder tatsächlich.
Savage Opress, genau. Eine sehr coole Folge, da wird Savage Opress sozusagen, naja, er hockt sich mit ein paar anderen zusammen und muss ums Überleben kämpfen und überlebt am Schluss auch und wird sozusagen Asajj Ventress Gefolge. Es ist ja nicht wirklich ein Padawan oder irgendwie sowas in dem Sinne, einfach Gefolge, sozusagen das Monster, das für sie tötet. Genau. Ich finde es fast schade, weil Savage Opress sehr, sehr sympathisch war, wo er noch jung war, wo er mit seinem Bruder zusammengekämpft hat und dann wurde er von den Hexen, von Dathomir zu einem Monster gemacht. Genau, ja, er war ja absolut außer Kontrolle. Genau, und dann haben sie ihn einfach, ja, sozusagen seinen Geist zerstört und jetzt ist er einfach nichts anderes als ein Monster. Genau. Finde ich fast ein bisschen schade, weil ich konnte am Anfang konnte ich mich sehr gut mit ihm auseinandersetzen, war ein ziemlich cooler, aber ja, am Schluss ist er halt durch die Magie der Dathomir-Hexen doch auf die böse Seite gekommen. Genau. Ja, gleich eine Folge nach den Hexen, drei Folgen am Stück zum selben Geschichte, die Wächter der Macht, wo Anakin und Obi-Wan auf den Planeten kommen, wo die Macht inne sitzt. Genau, da hat man den Vater, den Sohn und die Tochter. Der Vater ist das Gleichgewicht, der Sohn ist die böse Seite, die Tochter Seite. Die dunkle Seite. Halt die Fresse. Und die Tochter ist die helle Seite. Genau. Und fand ich ganz toll gemacht, auch den Zwiespalt und auch, dass da schon gesagt wurde, Anakin solle da bleiben, um den Vater zu ersetzen, um das Gleichgewicht zu halten. Ich fand diese Folgen gut, aber, jetzt kommt das große Aber, wo ich ein bisschen ein Problem mit habe, ganz kurz, wo der Sohn die Tochter umbringt, also die dunkle Seite, die helle Seite umbringt, bringt sich der Vater, also das Gleichgewicht bringt sich um. Ich habe das nicht verstanden. Das macht in meinem Kopf keinen Sinn, dass das Gleichgewicht sich selber umbringt. Ich meine, es ist eine Metapher natürlich, aber in dem Sinne so, er hat meine Tochter umgebracht, ich bringe mich jetzt um, um Gleichgewicht zu herrschen. Das hat für mich keinen Sinn gemacht, weißt du, was ich meine? Ja, war vielleicht ein bisschen schwierig, das stimmt wohl. Also ich finde die Idee dahinter sehr cool, aber im Großen und Ganzen spielen die Wächter auch keine große Rolle mehr. Das war rein theoretisch einfach nur so drei Folgen Metapher. Ja, das mag sein. Aber ich fand es schön, dass sie es trotzdem mal ein bisschen beleuchtet haben. Genau, aber was auch cool war, ist, dass der Sohn Anakin Skywalker das erste Mal die Visionen gibt, was aus ihm wird. Man sieht das erste Mal, dass er die Zukunft sieht, dass er Darth Vader wird. Er sieht die Zukunft. Genau, und das macht ihm Angst. Genau, und diese Angst verleitet ihn dann zur dunklen Seite und, warte mal. Nee, auf jeden Fall noch mehr, als es jetzt schon ist. Ich meine, Anakin, das wissen wir ja aus Episode 2, hat schon immer so einen kleinen Hang zur dunklen Seite gehabt. Ne? Also. Genau, Eifersucht, Angst, alles Mögliche hat eh schon in die Richtung gezeigt. Aber warum das dann nicht mehr mitspielt? Er hat irgendwie, ich weiß nicht mehr wie hat denn der sein Gedächtnis verloren danach? Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall seine Visionen nicht mehr im Kopf und hat sie komplett vergessen. Und der Sohn wird dann auch umgebracht und sie gehen wieder weg von diesem komischen, was war das? War das dreieckig oder war das ein Quadrat? Ja, auf jeden Fall von diesem Planeten. Genau, also ich weiß nicht mal, ob es ein Planet war. Es sah einfach aus wie. Es könnte auch sein, dass das nicht mal wirklich echt eine Rolle spielt. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht ist das einfach nur in ihrem Kopf passiert. Da habe ich noch nie nachgeschaut, ob das wirklich für die alle einfach nichts anderes war als ein Test. Auch möglich. So von der Macht selber, weißt du? Das könnte noch interessant sein, aber da habe ich mich noch nie wirklich mit beschäftigt. Naja, lass uns mal weiterspringen. Wir sind ja erst in Staffel 3. Ja, beinahe müde. So, gehen wir gleich zur Staffel 4, weil über den Zitadellenangriff können wir nicht viel reden. Genau, ja, ganz doch, da sieht man das erstmal Tarkin in den Clone Wars. Stimmt, ja, genau. Für alle, die es noch nicht wussten, Tarkin war, als er jung war, ein General auf der Seite der Republik.
was fast klar war, wie fast alle imperialen Generäle oder Admiräle waren die ja zuvor auch in der Republik tätig. Genau. Genauso wie, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein von dem Admiral, den der Anakins Schlachtschiff kommandiert. Wie hieß denn der schon wieder? Ja, Yularen. Genau, der kommt in Rebels auch wieder vor, halt als Großadmiral, als Admiral. Genau. Nicht als Großadmiral. Man sieht ihn auch in Staffel 7 nochmal, wo er ein bisschen älter ist. Da sieht man so ein bisschen den Übergang. In Staffel 7 sieht man ihn? Ja, da war er auch mit da wo... Ja, das sage ich später, wenn wir über Staffel 7 reden, aber man sieht ihn auf jeden Fall. Okay, ganz kurz noch fand ich irgendwie eine ganz nette Doppelfolge mit Padawan vermisst und ein Wookie schlägt zurück, wo ja die Ahsoka da auf dieser Insel mit den, ich sag mal, Trophäenjägern landet und sich mit den ehemaligen Padawans in Anführungszeichen da zusammenrafft. Das fand ich ziemlich cool gemacht. Genau, da haben sich ein paar Jedi-Padawane einfangen lassen von Bosk seiner Spezies. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißt. Auf jeden Fall der Kopfgeldjäger Bosk, den seine Spezies sind Jäger. Und die haben einen, ich weiß nicht, ob das ein Extraplanet ist oder irgendwie einfach ein Habitat, auf dem sie ihre Trophäen freilassen und jagen. Genau. War ziemlich cool. Hat mir Spaß gemacht und man hat ein bisschen Einblick in die Kultur dieser Kreaturen noch gewonnen. Auf jeden Fall. Staffel 4. Die ersten 4. drei Folgen mochte ich nicht. Auch wenn man ein bisschen Background zu Admiral Akbar bekommt aus Episode 6, ne, mit Es ist eine Falle. weiß ich nicht, die waren mir zu langgezogen. Das war nicht meins. Was genau war dein Problem? Weil ich habe nämlich auch Probleme damit gehabt. Aber was genau könntest du rauspicken, was du sagst, ist dein Problem? Ich kann nichts rauspicken. Es war das Allgemeine hat mir nicht gefallen. Ich kann dir nicht genau einen Punkt sagen, das war schlecht und das war schlecht. Ich weiß nicht, es war mir zu lang gezogen, zu viel hin, her, und ich weiß nicht. Mir hat es gefallen, aber das hätte man in 2 Folgen machen können. Und der Prinz ist einfach ziemlich schlecht gespielt. So unüberzeugend. Der Prinz und Admiral Akbar, cool, dass man ihn sieht, ja, aber die sind einfach so schlecht, man konnte sich nicht mit ihnen identifizieren, man hat nicht wirklich Bock gehabt, so mit ihnen zu fühlen. Das war einfach, ich meine, man kann die Folgen mögen oder nicht, also mir haben sie einfach nicht zugesagt, weil man den Mon Calamari einfach nichts abgewinnen konnte in diesen Folgen. Genau, bin ich voll bei dir. Das war, glaube ich, mein Problem. Ich konnte mich nicht genug mit ihnen identifizieren. Und der Prinz war einfach dämlich. Es tut mir leid, aber den hätte man anders schreiben müssen, anders reinbringen müssen. Unterwasserkämpfe waren zu langsam. Und ja, also ich habe schon meine Probleme gehabt mit diesen 3 Folgen. Ja, auf jeden Fall. Also es war auch nicht meins. Nee, also ja. Naja, gehen wir zu Umbara. Oh, das waren ein paar echt gute Folgen. Der Angriff auf Umbara hat angefangen mit... warte, kurz davor haben wir noch eine Folge. Zwischen den Welten, C-3PO und R2-D2. Kannst du dich daran erinnern? Nee, mit gar Unterwelt nicht tatsächlich. Oh mein Gott, das war, wo sie abstürzen auf einem Y-Wing und dann irgendeine Spezies befreien von Robotern, die sich als einen großen Krieger von denen oder der Anführer von denen hinter einem Holocron verkleiden und R2-D2 und C-3PO retten die dann und dann können sie irgendwie mit dem Y-Wing wieder fliegen. Das waren 2 richtige Stinker. Also ich sag mal, die ersten 6 Folgen von Staffel 4 waren so grott. So grott. Ja, also meine waren es auch nicht, da gibt es deutlich bessere, genau. Aber umso besser ist dann von 7, 8, 9, 10, wie viele Folgen sind das? Genau, das sind 4 Folgen hier, die einfach, meine Güte, der Angriff auf Umbara war richtig cool. Ja, vor allem dann auch nochmal einen abtrünnigen Jedi quasi da zu entlarven und die Klone vor eine Gewissenswahl zu stellen, den Befehl befolgen, was sie so im Blut haben, in ihrer Identität und sich dann dagegen entschieden, ihre Kameraden zu exekutieren und gegen den Jedi zu stellen und den gefangen zu nehmen. Genau. Ich fand, hat einfach einen richtig coolen Stand gehabt. Man hat gemerkt, dass die Klone halt auch Lebewesen sind, die ihre eigenen Gedanken haben, die selber leben wollen. Und es hat so ein bisschen Menschlichkeit mit reingebracht. Ganz, ganz, ganz cool fand ich den Charakter, den sie reingebracht haben, den vierarmigen Jedi. Ich weiß seinen Namen leider nicht mehr.
Nee, ich auch nicht. Der sozusagen von Count Dooku aufgetragen wurde. Er hat aus Spaß Klone getötet. Und er hatte irgendwas mit Count Dooku zu tun, ich weiß nicht mehr genau was, aber er hat danach zugegeben, dass er aus Spaß einfach Klone gegeneinander hat töten lassen. Nämlich ja. In einer Mission hat er beiden Seiten, also zwei Standorten von Umbara, den jeweiligen Klonen gesagt, die anderen sind Droiden, die sich als Klone verkleidet haben, damit sie durchkommen. Und mitten in der Schlacht fällt Rex auf einmal auf, er nimmt einen Helm von den gegnerischen Droiden, wo er denkt, die er erschossen hat, nimmt er den Helm ab und merkt, dass das Klone sind. Und er rennt auf einmal übers ganze Feld und ruft, alle müssen aufhören zu feuern, sie schießen aufeinander. Genau, nehmt eure Helme ab, Visiere runter, Soldaten, hat er, genau, glaube ich, noch gerufen. Genau, und ich krieg gerade Gänsehaut, meine Güte. Ich fand es so übel, wo sie sich wirklich selber abgeschlachtet haben. Die eigenen Brüder haben sich abgeschlachtet und dadurch haben sie auch angefangen, sich gegen den Jedi zu stellen. Und meine Güte, das sind vier echt krass gute Folgen. Krell hieß er. Genau, ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ich guck gerade mal die restliche vierte Staffel durch, was es da so gibt. Ich sehe gerade hier Sklavenrepublik, Anakin, Ahsoka und Obi-Wan und Rex spielen Sklavenhändler. Habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Doch, das war cool. Das war richtig cool, da wo Anakin sozusagen mit einer dieser, die Spezies kann ich jetzt echt nicht sagen, auf jeden Fall sind diese Sklavenhändler, haben die Togrutas, also die Spezies von Ahsoka Tano, als Sklaven mitgenommen. Und es wurde irgendwie mit den Separatisten, hat es auch was zu tun gehabt. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das gelaufen ist. Auf jeden Fall müssen sie die Togruta befreien, wenn ich mich recht erinnere. Ah, okay. Ja, dann ein paar Folgen, die fand ich eigentlich ganz gut. Ein Attentat auf Obi-Wan wird inszeniert. Anakin und Ahsoka denken, er ist tot. In Wahrheit aber ist das nur ein Vorwand, damit Obi-Wan undercover in den Knast gehen kann, und zwar als Reiko Hardeen. Genau. Dabei wird er als Kopfgeldjäger mit mehreren anderen, wie Cad Bane, wer war noch mit dabei? Ganz viele neue waren mit dabei, ich kann mich nicht an jeden Namen erinnern, aber ziemlich cool mit reingebracht. Er hat ja, was hat er angehabt? Irgendein Chip, der sein Gesicht verändert. Er hat sich selber die Haare und den Bart rasiert und ist ja damit undercover gegangen. Und ja, das waren ziemlich entertainende Folgen, hätte ich mal gesagt. Also vor allem, man hat auch gesehen, wie Ahsoka Tano und Anakin Skywalker mit dem Tod von Obi-Wan umgehen. Und da hat man gesehen, dass Anakin ziemlich, ziemlich übel an der dunklen Seite schon geknabbert hat. Genau, seine Rachegelüste waren da ziemlich hoch. Genau. Ja, waren gute Folgen. Ging übrigens nachher darum, dass Dooku den Plan hatte, Kanzler Palpatine zu entführen. Was ich übrigens jetzt sehr interessant finde, weil, warum hatte Palpatine das geplant, sich da schon entführen zu lassen? Weil ich weiß aus dem Buch zu Episode 3, das habe ich gelesen, dass Dooku wusste, dass Sidious der Kanzler war, weil die sich da unterhalten, während Sidious da am Stuhl gefesselt sitzt. Und Dooku beendet das Gespräch mit: So, Ruhe jetzt, Meister, sie kommen. Und dann öffnet sich die Tür und Obi-Wan und Anakin treten ein. Ja, aber Count Dooku hat ja schon in Episode 2 mit dem Kanzler gesprochen. Ganz am Schluss, wo er von Geonosis nach Coruscant geflogen ist. Ja, mit Sidious. Sidious ist ja sein Meister. Aber wusste Dooku da schon, dass Sidious der Kanzler ist? Ja, natürlich. Der wusste das von Anfang an. Ja, was ja Sinn ergibt. Dann ist es aber wiederum interessant, mal zu hinterfragen, weil in diesen Folgen ist der Plan, von Dooku den Kanzler zu entführen. Die wollten sozusagen dasselbe durchführen wie in Episode 3, aber haben es halt dort nicht geschafft. Genau. Ist halt die Frage, war da vielleicht schon der Plan, Order 66 zu entlüften? Wahrscheinlich. Aber war Anakin da schon so weit? Wer weiß. Ja, die Frage ist einfach, das mit Anakin ist ja auch ziemlich kurzfristig mit dazu. Also, er hat es natürlich aufgebaut, aber ich glaube nicht, dass er Anakin dort in dem Sinne schon so zu sich ziehen wollte wie in Episode 3. Ich glaube, das war halt einfach, vielleicht war das auch einfach nur inszeniert, wer weiß. Count Dooku weiß es ja auch nicht. Count Dooku dachte, dass er im Nachhinein mit Darth Sidious die Welt beziehungsweise das Universum beherrschen wird, und am Schluss, man sieht es ja in seinem Blick in Episode 3, wo er sagt, töte ihn, und er schaut mit geschockten Augen zu seinem Meister, während Anakin Skywalker seinen Kopf abschlägt.
Ja, auch ich habe mir damals immer so gedacht, warum sagt er nicht einfach noch schnell, bevor er stirbt, er ist der Sith Lord, der da, haut ihn nieder. Ich glaube, der war einfach so in Schock, weil man ja, hat in natürlich. Einem Comic hat man gesehen, wie Count Dooku sich das überhaupt vorgestellt hat. Und in Count Dookus Sicht war das viel, viel diplomatischer, viel mehr in Richtung Frieden und alles. Der hat sich was ganz anderes drunter vorgestellt, als dann auch wirklich Sidious Plan war. Sidious hat einfach für jeden ein Spielchen gespielt. Und das zeigt halt einfach auch, wie gut Sidious eigentlich geschrieben ist. Ja, natürlich. Aber das ist das, was ich zum Dooku vorhin schon meinte. Count Dooku war mal ein Jedi und seine Absichten sind nicht die Welt den Menschen auszulöschen eigentlich. Er kam mit den Absichten der Jedis nicht mehr klar. Er hat da eine andere Meinung vertreten, ist er zur dunklen Seite gewechselt. Aber er ist jetzt nicht dieser typische Sith, der Zerstörung möchte. Er war ja auch kein Sith-Lord, sondern er war ein Count. Das muss man sich auch noch mit im Kopf behalten. Er war ja nicht wirklich ein Sith-Lord. Er hat sich nicht mal als Schüler bezeichnet, soweit ich weiß. Er war sozusagen... Naja, doch, ein Sith-Lord war er schon. Also Count Dooku ist ja sein Name, weil Darth Tyrannus, ja, aber das war sein Deckname. Na, Darth Tyrannus war sein Sith-Name, sein echter. Count Dooku. Sein Sith-Name schon, aber ich glaube nicht, dass er den angenommen hat, weil er hat sich niemals als Darth Sidious... wirklich gezeigt. Er hat sich als Count Dooku dargestellt und Darth Sidious hat er immer nur als anonym sozusagen genommen. Ja, das mag sein. Du meinst Darth Tyrannus. Ja, das mag sein, aber trotzdem war er ein Sith. Punkt. Aber er war halt nicht der typische Sith. Er hat seinen normalen Namen benutzt, Count Dooku. Unter dem er auch schon als Jedi gelebt hat. Das ist halt sein normaler Name. Was halt bedeutet, er ist nicht so dieser nur Hass erfüllt das Sith, was halt in Clone Wars manchmal falsch dargestellt wurde. Genau. Er wurde sehr oft als ein sehr hasswütiger, böser Kerl dargestellt und das war er halt einfach nicht. Also, das haben sie ein bisschen missinterpretiert, meiner Meinung nach. Genau. Gut. Mal gucken, gibt es in dieser Folge noch mehr. In der Staffel gibt es noch Darth Maul. Ja, stimmt. Savage Opress und Asajj Ventress haben sich gestritten, beziehungsweise sie haben sich auseinandergelebt, nach ein paar Missionen bereits. Ich weiß nicht mehr genau, wann das angefangen hat. Aber Savage Opress findet Darth Maul. Genau. Das erste Mal, dass wir Darth Maul wiedersehen, nachdem er halbiert wurde. Ziemliche crazy Folge. Ich weiß nicht, ob sie mir gefällt oder nicht. Ich meine, mir gefällt Darth Maul, wie er im Nachhinein dargestellt und gespielt wird. Aber in der Folge, wo er jetzt so richtig crazy ist, wo er nur durch den Hass an Obi-Wan Kenobi und der Rache, die er sich vorstellt, überlebt hat, hat sich auf einem Schrottplaneten Spinnenbeine gebaut. Es sah richtig strange aus. Der Typ war riesig, seine Hörner waren bis zum Geht nicht mehr gewachsen und er war einfach crazy. Er hat nur noch Obi-Wan gemurmelt, er war ein Schrapnell, sage ich jetzt mal. Er war nur noch besessen und nur dieser Hass hat ihn noch am Leben gehalten. Genau. Das fand ich ganz cool. Hat mir eigentlich gefallen. Die Folge an sich nicht so, aber seine Geschichte hat mir gefallen. Genau. Ja, ich fand es sehr interessant. Ich hätte mir damals vor Clone Wars niemals Gedanken über Darth Maul gemacht. Das war in Episode 1, er ist dann gestorben und alles gut. Was sie da hinterher gebaut haben, er lebt doch wieder. Diese Kartellgeschichte. In Solo kommt er ja auch nochmal vor. Denn ja, genau. So einen kleinen Sprung, wir wissen nicht, was zwischen Solo und den Szenen in Rebels passiert. Und dann taucht er noch in Rebels auf, will nochmal Ezra verführen und stirbt letztendlich durch die Hand von Kenobi. Genau. Was aber auch irgendwie sein musste. Ich finde, Obi-Wan musste ihn im Endeffekt ja erlösen. Ja. Also er hat eine ziemlich, ziemlich emotionale Szene dann mit Obi-Wan, wo er dann sozusagen wirklich ihn fragt, ist er der Auserwählte? Weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Also, ja. Und dann gibt er seinen Hass ab und er verzeiht Obi-Wan und Obi-Wan verzeiht Darth Maul. Es ist eine sehr coole, emotionale Szene, aber wir reden jetzt nicht über Rebels. Genau, wir bleiben das jetzt kommt einfach noch. Mal bei Staffel 4. Ich wollte nämlich noch mit dazu sagen. Er wird von den Nachtschwestern auf Dathomir wieder rehabilitiert, sage ich jetzt mal. Er bekommt richtige Beine. Sein Bruder, also Savage Opress, rettet ihn und die beiden fangen dann an, sich mit Kartell und verschiedenen Syndikaten auseinanderzusetzen.
Genau, und so nimmt das Ganze ja quasi seinen Lauf. Genau. Ich wollte noch irgendwas, wollte ich noch sagen. Mach mal weiter, ich wollte noch irgendwas sagen, was mir gerade nicht einfällt. Gut, dann gehen wir auf Staffel 5. Fängt auch gleich mit Maul und Savage an. Aber ich finde, über Maul müssen wir gar nicht mehr so viel eingehen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über ihn geredet. Die Story geht halt on, er wird halt, geht halt in die Kartelle, beziehungsweise reißt Kartelle an sich und macht da sein Ding. Das wird in Staffel 7 nochmal etwas gipfeln. Das verraten wir aber nicht mehr in dieser Folge. Genau. Genau. Ja, Staffel 5 hat so ein, zwei, drei gute Folgen. Dann mit den Droiden. Oh mein Gott, die sind so scheiße. Oh mein Gott. Oh, es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Aber ich habe gerade die Droiden-Folgen gesehen. Die waren so schlecht. Oh ja, oh, ich sehe es. Ja, das ging gar nicht. Also die Also waren. Staffel 5 hat mich sehr enttäuscht, weil es fängt an mit einer sehr guten Folge, in der Barrys of Fee. Nein, nicht Barrys of Fee. Wie heißt sie? Sangula? Irgendwie so. Da wird eine Jedi-Meisterin umgebracht. Von Darth Maul. Und, nee, Savage Opress sogar, glaube ich. Und es ist eine. Da haben sie ziemlich gute Folge angefangen mit Staffel 5. Und dann kommen hier so, ja, mit Saw Gerrera, den man ja nachher in Rogue One nochmal sieht. Und auch in dem neuen Star Wars-Spiel, wie hieß das wieder? Jedi New Jedi Order. Fallen Order. Genau, Fall Order, ja. Fallen Order, Da ja. sieht man ihn auch nochmal. Genau. War jetzt nicht mein Favorit. Keine Ahnung, warum sie den überhaupt noch mit reingebracht haben. Aber ja, war ganz okay. Und dann geht's zu Folgen, wo es dann wirklich um Droidenmissionen geht. Und oh mein Ich meine, Gott. ich fand die Folgen, wo halt die Padawane, die Schüler, die Jünglinge, noch nicht mal Padawane, halt ihre Kristalle suchen müssen und ihre Lichtschwerter bauen, fand ich ganz interessant, aber Genau. das hätte man auch zusammenfassen können, dieses mit den Piraten, das in 4 Folgen auszuschmücken. Ja, das Gut. ist, ja. Und ja, gut, und dann sagtest du schon die Droiden-Folgen. Oh mein Gott, das waren einfach, was waren das? Das waren drei Astromechs und ein von Episode 1, diese kleinen, quietschigen, halbrunden Naja. Metallköpfe. Und deren General, so ein ganz komischer Typ, der da, also jetzt mal ganz böse, der da redet, als ob er 20 Jahre lang in Vietnam gekämpft hätte. So lang ging Vietnam nicht mal. Ja, Und also ganz, ganz komisch. ah, das waren voll, die waren echt scheiße. Die Man waren auch sieht sehr dort, kindisch. ja, das, man sieht dort auch endlich den Delta-Trupp, Quatsch, Delta-Trupp, sorry, vom Commander-Trupp, die Commander-Droiden, die Commander-Klone, wie heißen die schon wieder? Delta Squad heißt der doch, oder nicht? Keine Ahnung. Die auch in den Spielen mit dabei waren, die Clone Commander. Sieht man ihn wieder? Seinen Namen kann ich mich nicht dran erinnern. Er ist auf jeden Fall derjenige, der sich auch in Rebels mit Wolf und Rex wieder zusammenhockt. Ja, es sind Folgen, die man überspringen muss. Es tut mir leid, aber die muss man sich echt nicht antun. Genau. Aber danach kommt es doch wieder ein bisschen cool, wo sich die Death Watch mit Savage Opress und Darth Maul zusammentun. Was Und. im Nachhinein gesehen, naja, ich sag mal so, dieses Bündnis hält. Und Genau. zwar noch ein bisschen. Genau, Wir wollen da nicht spoilern, weil ich glaube, das greift schon wieder, wenn wir darüber zu viel reden, in Episode 7 zu sehr rein. ja, wir reden mal lieber über das, was halt dort wirklich auch passiert. Nämlich die Death Watch übernimmt und die Satine. Was ist sie? Ist sie Königin oder was ist denn die da? Herzogin, Herzogin. Die aber halt Herzogin Regentin. Satine, die wird gestürzt von Pre Whistler, der Anführer der Death Watch. Genau. Und in dem Moment, wo Satine hat eine Schwester, stellt sich dann noch raus, die auch bei der Death Watch ist, die der Death Watch geholfen hat, aber die nicht einverstanden ist mit Darth Maul und Savage Opress. Das heißt, die Death Watch übernimmt Mandalore und splittet. Das heißt, die trennt sich auf. Und das wird im Nachhinein in Staffel 7 auch noch ziemlich eine große Rolle spielen. War ganz cool, hat mir gefallen. Genau. Ja, was gibt's denn noch? Der Anschlag, oh ja, großer Moment. Anschlag auf den Jedi-Tempel, Folge 17, Verdachtsmomente. Und es laufen alle Spuren zu Ahsoka. Genau, Alle Ahsoka. denken, Ahsoka ist die Täterin. Genau, Ahsoka wird sozusagen in die Schuhe geschoben, dass sie eine Explosion in einem republikanischen Hangar beim Jedi-Tempel ausgelöst hat.
Genau, wo Menschen gestorben sind. Und naja, sie ermitteln dann halt, alles fällt gegen Ahsoka. Ahsoka ist sogar im Knast, Anakin hilft ihr auch noch. Und dann kommt raus, Ahsokas beste Freundin, die auch in einer vorigen Staffel, da haben sie sich kennengelernt, das ist die Schülerin von Luminara. Genau, das ist, Luminara und Dooley ist die, wer ist jetzt Barry Sophie heißt sie. Barry Sophie der Padawan von Luminara und Dooley. Genau, sag ich hier, die Schülerin von Luminara. Genau. Und es kommt raus, dass sie das denn war, dass sie quasi zur dunklen Seite mehr oder weniger ist. Und es endet auch in einem netten Lichtschwertkampf, wo auf einmal sie sogar rote Schwerter hat. Was dann halt nochmal natürlich auch cinematisch ganz doll darstellt, dass sie nicht mehr auf Seiten der Jedi steht. Genau, aber sie ist kein Sith. Barry Sophie hat die Lügen der Jedi sozusagen erkannt, die auch im Nachhinein Anakin erkennt. Barry Sophie fängt an dem Kodex der Jedi zu zweifeln und ob das überhaupt der richtige Weg ist. Finde ich ganz interessant, weil wenn man sich das Ganze überlegt, folgt der Jedi-Orden seinen eigenen Regeln nicht. Das stimmt, aber trotzdem hat sie auf jeden Fall einen Schritt Richtung dunkle Seite gemacht. Und das sollen diese roten Lichtschwerter auch deutlich nochmal darstellen für den Zuschauer. Ja, ich finde, dass die roten Lichtschwerter ein bisschen übertrieben sind, weil sie ist ja keine dunkelseitige, sondern sie wollte sich von den Jedi spalten. Natürlich war es ein Akt der dunklen Seite, dort einen Hangar zu sprengen, wo mehrere Leute tagtäglich arbeiten gehen und jetzt ihre Familie Leute verloren haben und sowas. Aber und vor allem, das ihrer besten Freundin in die Schuhe zu schieben. Genau, also. Ja, das ist die Frage, ob es der beste Freundin war oder einfach nur ein Spiel. Wer weiß. Naja, auf jeden Fall kommt es denn so, dass Ahsoka erstmal ausgeschlossen wird aus dem aus dem Jedi-Orden. Dann klärt sich ja alles auf. Und sie verlässt den Orden. Genau. Ihr wird von Yoda und Obi-Wan persönlich eine Entschuldigung bei ihr tragen, aber sie entscheidet sich, nein, ich kann das mit mir selbst nicht mehr vereinbaren, ich gehe. Genau. Und Anakin, das ist ein wunderschöner Staffelabschluss, steht da zwischen den Säulen im Jedi-Tempel und man sieht Ahsoka weggehen und Anakin einfach sprachlos, der nichts mehr weiß, was er sagen soll. Ahsoka, ja, ich sag mal, am Gehen und Anakin quasi mit den letzten Worten, wenn du Hilfe brauchst, melde dich jederzeit, so mal sinngemäß wiedergeben. Genau. Für mich ist Staffel 5 ganz schwierig, weil es hat 4 der schlechtesten Folgen überhaupt und dann wieder so gute Folgen drin. Es ist schon schwierig. Wenn du jemanden sagst, der Clone Wars nicht kennt und ihm dann einfach mal so ein bisschen reinschauen lässt, dann ist es immer so ein Gemisch zwischen richtig, richtig guten Folgen und dann wieder so richtigen Stinkern. Genau. Es ist, also mit Staffel 5 war ich sehr unzufrieden, einfach weil mittendrin, du fängst an mit Darth Maul und richtig gute Geschichten und dann kommen diese hässlichen Kackdruiden, es tut mir sehr leid, und dann kommst du wieder zu den Death Watch und dann kriegst du diese riesen Probleme mit Ahsoka und Anakin. Ich weiß nicht, Staffel 5 war sehr, sehr zwiegespalten. Ja. Aber damit kommen wir zu Staffel 6. Ein Chip, der fehlschlägt, nämlich der Chip, der den Klonen die Hidden Orders sozusagen ausführt. Es gibt, wie viele gab es? Ich glaube, es gab 90, 80 Orders, die in einem Chip im Hirn von den Klonen implantiert wurde und niemand weiß davon. Genau, außer halt eine gewisse kleine Gruppe von Menschen. Sondern von denen, die auf Kamino leben. Kaminoaner. Die haben ja mit Sidious zusammengearbeitet und Tyrannus zusammengearbeitet. Die haben den Jedi nie verraten, dass dieser Chip bei den Klonen ist. Aber hier geht es darum, dass dieser Chip eben fehlschlägt und Tab, einer von den Klonen, die eigentlich mit zu den Loyalsten gehört, fängt an, einen Jedi-General zu töten. Genau. Ganz kurz nochmal zu dem Chip, so bist du dir sicher, dass das nicht verraten wurde? Weil ich weiß, dass es ja, du sagtest ja schon, es gibt mehrere Hidden Orders und ich meine Order 67 oder 65 ist nicht Jedis töten, sondern den Kanzler. Genau, das und war ich 65. Meine, genau, 65. Und ich meine, gelesen zu haben, dass diese Orders an alle quasi Oberbefehlshaber, auch an den obersten Rat der Jedi gegangen sind, um halt im Zweifel auch von denen ausgelöst zu werden.
Ich weiß nicht, ich habe nichts derart gelesen, aber sonst wären die Folgen unnötig, wenn jeder von dem Chip wüsste. Weil es wird so dargestellt, als würde niemand von diesem. Doch, Shakti wird ja dann, findet dann heraus, was mit dem Chip ist, aber die denken, das ist ein Tumor. Stimmt. Er wird als Tumor, genau, er wird als Tumor versteckt im Schädel von ihm. Aber jetzt mal ehrlich, warum ist Shakti. Ich meine, ich mag Tokrutes, die Spezies von ihnen, Ahsoka Tano gehört damit dazu. Aber warum war Shakti nicht schlau genug und hat dann jeden einzelnen Klon überprüfen lassen, ob dieser Tumor überhaupt noch da ist? Man hätte das so leicht auflösen können. Das sind gute Folgen, verstehe mich nicht falsch, aber sie sind einfach so ein bisschen widersprüchlich. Ja, sie wollten halt was mit reinnehmen, um zu erklären, warum die Klone das überhaupt gemacht haben. Aber sie mussten halt trotzdem das so lenken, dass halt das nicht rauskommt, weil sonst wäre ja Episode 3 nicht mehr schlüssig. Genau. An sich gute Folgen. Fives versucht sozusagen seinen Captain Rex, seinen eigenen Leuten mitzuteilen, dass ein Chip in ihrem Kopf steckt, der Tab dazu geleitet hat, Jedis zu töten. Und genau diese in Klammern Tumor, ist kein Tumor, sondern es ist ein Chip, der eingebaut ist. Und am Schluss kommt er sogar zum Kanzler und der Kanzler verrät ihm sozusagen, dass er dabei ist. Und ja, dann wird er halt von den Coruscant Guards gejagt und kurz bevor er es irgendjemandem sagen kann, getötet. Genau. Ja, ziemlich heftig gewesen, aber ja, gut gemachte Folgen auf jeden Fall. Genau. Dann kommen ein paar, die mochte ich nicht so sehr, mit Rush Clovis und mit Padme und oh, ich liebe dich doch so und ja, tschüss. Genau. Also ja, waren wieder ein paar Stinker mit dabei, bis man dann aber zu, ja, da gibt es dann noch mit Jar Jar Binks nochmal zwei Folgen, die waren gar nicht so schlecht. Mace Windu, die waren nicht so schlecht. Ich aber meine, sie waren tatsächlich mit keine wirklich außerragenden Folgen. Ich fand die letzten drei Folgen von Staffel 6, die fand ich sehr cool, wo Yoda der Macht folgt und sozusagen eine seiner letzten Lektionen lernt. Genau, wo er auch lernt, wie es möglich ist, eins mit der Macht zu werden, selbst nach seinem körperlichen Ableben. Genau, Qui-Gon Jinn hilft ihm, genau das zu erreichen. Was uns nochmal zeigt, dass Qui-Gon eine viel größere Jedi war, als er im ersten Teil überhaupt dargestellt werden konnte. Genau, ja. Fand ich gerade cool, weil er nicht immer den Weg des Rates gegangen ist, er ist aber den Weg der Macht gegangen, und zwar immer. Genau, das hat für mich immer so dargestellt, dass Qui-Gon Jinn halt ein Grey Jedi ist, aber das wurde ja offiziell vom Star Wars Kanon schon für nichtig erklärt, dass es Grey Jedi nicht gibt. The Force doesn't work that way. Ich war so angepisst, als dieser Typ das geschrieben hat. Es gibt ja so eine kleine Gruppierung bei Lucasfilm, die bei jedem Projekt mit dabei sein sollte. Bei Episode 9 war sie nicht dabei, was man auch eindeutig gemerkt hat. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Genau, der Typ hat sozusagen confirmed über Twitter, nein, es gibt keine grauen Jedi, die Macht funktioniert so nicht. Und das hat mich ein bisschen genervt. Ja, kann ich verstehen. Aber weil ich sehe Qui-Gon Jinn als einen Grey Jedi, ich finde die Idee von Grey Jedi ist extrem cool, finde ich einfach ein bisschen beschissen, dass die da so drauf kacken. Ich weiß nicht, ob ich ihn als Grey Jedi sehen würde, aber auf jeden Fall halt, wie das ja auch im Film dargestellt wurde, nicht immer rateskonform, aber er ist halt, er ist definitiv auf der lichten Seite. Er hat keine Tendenzen, irgendwie groß Böses anzurichten. Genau. Wobei man auch in Episode 2 mal kurz reinschauen muss, wo Count Dooku zu Obi-Wan sagt, Qui-Gon hätte dahinter geschaut und das hat er auch. Also irgendwie sowas sagte Count Dooku ja. Was halt einen Schluss darauf gibt, dass Qui-Gon ja durchaus auch sehr viel hinterfragt hat, was er auch hat, und er eventuell auch ein paar Sachen kannte, die er hätte nicht kennen sollen. Ich fand's ja cool, weil ich nämlich zuerst immer dachte, dass Qui-Gon Jinn sei für Diaz gewesen wäre. Dachte ich ewig lange. Eben, also ich dachte wirklich, dass die beiden irgendwann was miteinander haben. Hat sich aber in den Clone Wars in irgendeiner Folge, in Staffel 4, glaube ich, hat sich das gelöst, dass Cypher Diaz eben nicht
Er ist ein separater Jedi anscheinend. Genau, ist ein ganz eigener Jedi. Die finden dann ja sein Lichtschwert und dann kommt halt raus, dass... Da kommt in dieser Folge kommt dann auch raus, dass Count Dooku Darth Tyrannus ist. Genau, ja. Jetzt weiß ich aber wieder, was ich sagen wollte. Weil vorhin hast du noch gesagt, Darth Maul, hast du dir nie Gedanken gemacht, was nach Episode 1 passiert ist? Weißt du, was ich ewig lang dachte? Na? Dass General Grievous einfach nur Darth Mauls Innereien und Hirn und sowas sind und dass General Grievous sozusagen Darth Maul ist. Okay, das wusste ich von Anfang an, dass er das nicht ist, aber ja, auch eine interessante Denkweise. Ja, ich war halt ziemlich jung, als ich Episode 2 und 3 dann gesehen habe und die waren halt 1, 2 und 3 hintereinander gesehen habe und es sah halt einfach so aus, als hätten sie Darth Maul wieder da reingepackt, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Wäre aber auch cool gewesen, um ganz ehrlich zu sein. Ja, wäre auf jeden Fall eine Idee gewesen. Aber es ist nicht so gekommen, es ist anders. Genau. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, ja. Was gibt's noch zu erzählen? Nicht mehr viel über nicht Staffel 6. Also, nur mal kurz zum Sagen. Ich finde es ganz cool, wo Yoda sozusagen seinem eigenen Bösen, seiner eigenen dunklen Seite entgegentritt. Hat mir genau. Sehr gefallen. Aber jetzt begeben wir uns in Spoiler, nämlich reden wir über Staffel 7. Nicht sehr lange, weil wir haben eh schon eine sehr lange Folge hier. Aber wir werden uns nochmal über Staffel 7 kurz unterhalten. Die Leute, die noch nichts gesehen haben und auch noch nichts wissen wollen, die schalten am besten jetzt ab, schauen ja die letzte Folge, schauen in ein paar andere Podcasts mit rein und schaut gerne im Nachhinein nochmal mit rein. Mit genau. Dem aus dem Weg reden wir über Staffel 7. Genau. Aber auch nur mal ganz oberflächlich, ich glaube, Staffel 7 wird irgendwann nochmal eine Einzelfolge werden können, weil sich da so viele Handlungsstränge auf einmal zusammenfinden. Es geht los mit Captain Rex und der Schadencharge, die kommt dann dazu. Captain Rex hat eine Vorahnung, weil die Droiden auf einmal alle seine Schlachtzüge voraussehen können und er denkt sich, das sind Pläne, die hat er nur mal mit einem alten Kameraden besprochen, der eigentlich gefallen ist in der Zitadelle. Und so kam die Schadencharge, auch 99er Bataillon genannt oder so ähnlich hieß das. Und 99, wir wissen ja noch, ne? Kommt noch von dem alten Klon, das sind modifizierte oder genmanipulierte Klone. Genau, die auch nicht unbedingt super korrekt waren. Einer hat da, glaube ich, ein Auge, was blind ist und ja, sind auch nicht ganz konform der normalen Etikette der Klone, aber haben ganz besondere Fähigkeiten. Und mit denen machen sie sich dann auf, um Informationen zu sammeln und... Dadurch, dass halt die Truppe 99, The Bad Batch, nirgends bekannt ist, sind die Pläne dieser Truppe auch nicht wirklich vorhersehbar. Sie infiltrieren die Gegner und finden halt heraus, dass Echo, der schon längst verstorben sein sollte, noch in der Zitadelle aller Matrix am Leben gehalten wird. Genau, mit Schläuchen in sich, in einer Art Bacta-Tank. Das fand ich ziemlich krass. Also da merkt man schon, Staffel 7 ist halt kein Kindermaterial mehr. Ne? Das ist schon, also ich fand's richtig geil. Ja, die haben genau, es richtig schön dargestellt. Du hast halt einfach gesehen, dieser Klon hat gelitten. Er hat nicht mal gewusst, was er tut. Es wurde sozusagen einfach nur auf seinem Kopf zugegriffen. Die Informationen zugegriffen, genau. Genau. Und sie befreien ihn ja und dann sieht man mal, die Techno-Union versucht alles, um das zu verhindern. Ja, schicken da hunderte von Droiden. Wer gut aufgepasst hat, weiß, dass die Techno-Union von Wat Tambor angeleitet wird. Die sieht man in Episode 2 und Episode 3. Die haben so einen grünen, länglichen Schädel. In Episode 2 sieht man ihn kurz, wo er nicht Basic redet, sondern seine eigene Sprache. Und mal kurz an seiner Brust seine Stimme wieder justiert. Genau, und man muss dazu sagen, die Techno-Union ist ja wie eigentlich die Handelsföderation unabhängig von der Republik oder den Separatisten. Wir wissen ja aber, dass sie mit den Separatisten zusammenarbeiten. Genau. Genau. Ja, waren ein paar dann, echt gute Folgen, finde ich. Also genau, Bad Batch haben sie gut reingebracht. Ist halt ein bisschen Klischee, um ganz ehrlich zu sein. Genau. Ja, sie befreien Echo dann halt, ne? Mehr muss man da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Ich meine, wir wollen euch jetzt ja auch nicht den Spaß mit dem, wer jetzt noch zuschaut, das noch nicht gesehen hat, das nochmal zu schauen. Genau. Danach kommen wir zu 4 Folgen, wo wir Ahsoka wiedersehen, wie sie in der ersten Folge in der Unterwelt auf, wie heißt sie? Ja, Trace.
Trace. Genau, wo sie auf Trace trifft, wo ihr Speeder ein paar Fehlfunktionen hat. Und ein schönes Easter Egg, nämlich ist sie auf Ebene 1313. Das sollte nämlich eigentlich ein Star Wars Spiel werden, so eine kleine Anspielung nebenbei. Ja, was sagst du denn zu diesen vier Folgen, wo sie den Pikes die Gewürze bringen sollen? Ich fand sie nicht schlecht, aber ich fand es jetzt auch nicht überragend. Also es hat mich gefreut, Ahsoka wiederzusehen. Es war halt, um halt natürlich zu zeigen, was passiert jetzt mit Ahsoka, ne, um das einzuleiten. Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das sind halt Nebenfolgen. Ich hätte mich viel mehr gefreut, wenn man sich in Staffel 7 von diesen Folgen entfernt und wirklich nur noch auf Order 66 losgeht und solche Geschichten wie beispielsweise jetzt hier auf Mandalore, The Siege of Mandalore, wo sie alle auf Mandalore eingreifen, sowas hätte man viel länger ziehen können. The Siege of Mandalore hätte locker 2-3 Folgen machen können, einfach mit ein bisschen mehr Action, und dann hätte man die zwei rauslassen können, weil die sind im Nachhinein, spielen die gar keine Rolle mehr, das ist einfach nur eine Nebengeschichte, ja, die zwar ganz okay ist, aber ja, nicht mehr auf dem Standard, den ich mir erhofft habe. Naja, wie dem auch sei, es kommt, dass ein Teil der ehemaligen Death Watch mit der Anführerin, der Schwester von Sabine, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Die Schwester von Sabine zukommen. Heißt, wie heißen die schon wieder? Ist auch egal. Die beobachten Ahsoka eine Zeit lang, werden die auf dem Planeten der Pikes und so rumtanzen, sag ich jetzt mal. Und sagen, sie hat einen Auftrag für die. Es geht um Maul. Und so kommt es, dass Ahsoka mit ihnen geht und wieder auf ihren alten Meister Anakin und auf Obi-Wan trifft. Genau, so eine kleine Reunion. Heißt auch Old Friends Not Forgotten. Also alte Freunde unvergessen sozusagen. Ich weiß nicht, wie sie es dann in Deutsch nennen werden. Aber so genau. Kann man es ungefähr übersetzen. Genau, jetzt fragt ihr euch, warum nicht auf Deutsch. Die Folgen sind zurzeit nicht in Deutsch erhältlich. Genau, sind weil die sind Plus, aber die deutsche Audio wird erst im Nachhinein noch mit eingefügt. Grund von der Corona-Krise. Auch da wirkt sich's aus. Ganz lustig, ich sehe das gerade. Staffel 9, Old Friends Not Forgotten auf Englisch. Der Titel für für die 10. Folge ist allerdings auf Deutsch, dieser eine Moment. Ja, du musst auch mal gucken. Staffel 6 beispielsweise ist alles auf Englisch und dann alles andere ist wieder auf Deutsch. Ist ganz komisch. Ja, da springen sie ein bisschen. Naja, auf jeden Fall, um das kurz zusammenzufassen, die Folge, Ahsoka bekommt wieder Lichtschwerter von Anakin. Ihre alten mit den Worten, sie sind so gut wie neu. Genau. Wobei besser vielleicht als neu. Besser als neu, genau. Also wahrscheinlich sogar noch ein bisschen dran gearbeitet von Anakin. Genau. Und sie ist aber kein Jedi. Das darf man nicht vergessen. Sie wird dort als Botschafter mit hingeschickt, beziehungsweise als Beraterin, genau. Genau, Anakin gibt Rex und Ahsoka eben die Führung für The Siege of Mandalore, wo die Death Watch mit der Hilfe der Republik sozusagen ein Kriegsrecht verstoßen, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil ja. Mandalore ja weder den Separatisten noch der Republik angehört. Ja, genau. Das Ding war, genau, sie ist kein Jedi mehr, seit den Orden verlassen. Sie ist natürlich aber trotzdem eine Machtnutzerin und sie steht auf der guten Seite irgendwo. Aber sie folgt halt nicht mehr den Wegen der Jedi. Man sieht auch, dass sie einfach nicht einverstanden ist mit dem Wegen der Jedi. Nein, genau, sie hinterfragt ja auch sofort, als es heißt, wir können nicht nach Mandalore jetzt, ne? Dann sagt sie auch sofort, naja, es geht doch um die Menschen und nicht um den Kanzler und naja. Genau, das muss man auch noch kurz mit dazu sagen. In der Folge, warum überhaupt nur ein kleines Bataillon von Klonen mit nach Mandalore ist, weil genau dort der Übergang zu Revenge of the Sith anfängt. Nämlich Grievous hat auf Coruscant den Angriff auf den Kanzler eingeleitet. Deshalb kann Rex mit einer kleinen Truppe und Ahsoka auf Mandalore aushelfen, während Anakin und Obi-Wan, wie wir auch in Revenge of the Sith sehen, auf Coruscant gehen. Genau, mega geile Szene. Die sind dann noch und verhandeln quasi und auf einmal geht der Alarm in diesem Schiff, wo sie ist düt, düt und Obi-Wan kommt reingerannt und ich übersetze das auf Deutsch, Ahsoka fragt ihn nur, ist der Sprung nach Mandalore genehmigt worden? Nein, General Grievous hat Coruscant angegriffen und Anakin fragt nur, und der Kanzler?
Shaak-Ti sollte ihn bewachen, aber wir haben seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr. Und das mit Shaak-Ti, das wissen wir übrigens aus Episode 3, Rache der Sith, ist eine Hidden Scene, also die wurde aus dem normalen Film rausgestrichen, ist aber veröffentlicht, wo man Shaak-Ti vor einigen Manga-Wachen und General Grievous knien sieht. Obi-Wan und Anakin wurden gefangen, kommen rein. Und Shaak-Ti sagt nur, ich habe versagt, Meister Kenobi, und irgendwas sagt Obi-Wan dann, und dann wird sie von Grievous hingerichtet. Ja, nee, das war auf dem Schiff von... ja, genau, das war auf dem Schiff, genau. Schon. Aber das, ich weiß nicht, ob das die Kanon-Version ist, weil es gibt mehrere Versionen, wie Shaak-Ti gestorben ist. Naja, auf jeden Fall ist das die Filmversion, ne? Nee, die wurde ja nicht als Kanon bezeichnet. Es ist eine Hidden Scene... Aber ich glaube, sie ist tatsächlich anders geschaut. Ich glaube nämlich, dass es nämlich, ich weiß nicht genau, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass das die Kanon-Version ist, wie sie gestorben ist. Ist ja egal. Nee, also für mich ist das die Version, wie sie gestorben ist, aber okay. Ja, genau. Und dann beschließt Anakin, ich teile die 501. und schicke Rex mit einigen Männern mit ihr. Worauf Obi-Wan bemerkt, sie ist kein Teil der galaktischen Streitkräfte mehr. Sie kann keine Soldaten anführen. Und worauf Anakin ja nur ganz cool antwortet, tja, dann befördern wir Rex jetzt mal zum Commander. Und Ahsoka geht als Beraterin mit. Ja. Und so wurde aus Captain Rex Commander Rex. Ja, wobei ihn wird wahrscheinlich nie im Leben jemand Commander Rex nennen. Das weiß ich nicht. Aber es ist einfach so Gewohnheit, dass er Captain Rex ist. Und ich finde... Ihm passt es auch besser. So kann man ihn ein bisschen besser unterscheiden, meiner Meinung nach. Wenn man alle als Kommande bezeichnet. Ich weiß nicht, Captain Rex, wie sagt man auf Deutsch, suits him? Ja, das passt einfach. Genau. Ja, auf jeden Fall, Ahsoka bricht dann nach Mandalore auf, Obi-Wan springt Richtung Coruscant, und dann verfolgen wir weiter die Geschichte auf Mandalore. Ich fand's mega gemacht einfach, ne? Wie sie dann den Angriff da starten, und wir wollen ja auch gar nicht so sehr spoilern. Auf jeden Fall stellt sich dann Maul. Er hatte aber jemand anders erwartet, und zwar Obi-Wan und Anakin. Das war nämlich sein Plan, Anakin dort zu töten, weil er wusste, was passieren wird. Er hat in einer Vision gesehen, was aus dem Imperium wird, und möchte Sidious eben auch töten. Sidious und Anakin, um diesen Plan zu vereiteln. Und man merkt in dem Moment auch, dass Maul, ihm geht es in dem Moment nicht darum, der sozusagen Sieger über alles zu sein, sondern es geht ihm darum, alle zu retten. Genau, er ist auch ganz anders als vorher dargestellt, er ist da sehr ruhig in dieser Folge, erklärt, er will sich sogar mit Ahsoka verbünden, und ich glaube auch, das meint er da sehr ernst. Das hat er ernst gemeint, auf jeden Fall. Er hat sie am Schluss nochmal angeboten, kurz bevor sie dann, bevor er gefangen wurde, und dort sieht man ihn auch nochmal hysterisch, bevor er geschockt wird, sieht man ihn hysterisch, wir werden alle sterben, weil du mir nicht gejoint hast, sozusagen. Er möchte sich selber retten, mit den Leuten halt, also... Er muss sich ja mit irgendjemandem verbünden, um Sidious zu töten. Und ja. Erklärte auch ganz toll so, er war Teil dieses Plans, ne, er wusste ja auch nicht alles und er war auch nur eine Figur, das weiß er jetzt. Und wir wollen jetzt nicht den Dialog wiedergeben, das spoilert viel zu sehr. Schaut es euch an. Auf jeden Fall nochmal sehr, sehr schön, eine Szene, auf die ich eingehen möchte, im Thronsaal von Mandalore. Ahsoka und die Schwester von Satine stehen da ja mit dem Holocron. Also sie sprechen mit Obi-Wan über halt Holo-Communicator, und worauf Obi-Wan nur sagte, naja, wir hätten ja gerne von Count Dooku mehr erfahren über die ganzen Hintergründe, aber das geht nicht, weil Anakin ihn gerade getötet hat. Und da wissen wir, oh, das ist in Episode 3. Also wir laufen gerade parallel zum Film. Genau, und es wird auch erklärt zu Ahsoka alleine, dass Anakin den Kanzler beschatten soll. Also genau das, was in Revenge of the Sith passiert, wird dort zu Ahsoka eben auch erklärt. Und ich finde das ganz cool, wie es parallel läuft. Das ist eine sehr coole, sehr coole Sache. Weil ich meine, du hättest nicht mehr zeigen können, dass Count Dooku stirbt, weil das hast du ja im Film schon gesehen. Das heißt, ich finde es ganz cool, wie sie es machen. Freue ich mich auf jeden Fall. Und das ist jetzt... Ja? Genau, ich bin sehr begeistert von der 7. Staffel. Wer sie noch nicht gesehen hat, schaut sie euch an. Das ist echt sehenswert. Genau. Die Folge wird ein bisschen später erscheinen, deswegen können wir bisher auch nur von Episode 9 und 10 reden. Wir werden auf jeden Fall die letzten zwei Folgen in einer eigenen Folge nochmal mit dem
Abschluss von den Clone Wars besprechen. Aber diese ersten zwei Teile, Siege of Mandalore und der Anfang von Revenge of the Sith, sind schon mal extrem gut gelungen. Genau. Haben mir sehr gut gefallen. Also im Großen und Ganzen, gehen wir mal nochmal von allen Staffeln durch. Staffel 1, was sagst du von 1 bis 10? Ich gebe ihm eine 6. Warum? Eine nette 6. Er hatte ein paar Enden dabei, aber er hatte auch tolle Sachen dabei und es war der Start in die Serie, deswegen eine 6. Es war gut gemeint. Genau, stehe ich bei dir, weil die erste Folge ist eine meiner liebsten und es sind ein paar coole mit dabei, also Staffel 1 war okay. Staffel 2? Genau. Oh. Da würde ich sogar eine 7 springen lassen. Das hatte sehr tolle Folgen, gerade mit der Geschichte mit den Würmern da, die das waren, auf Dionysus, das Zillow-Beast. Also genau. Eine 7. Waren schöne Folgen dabei. Ja, fand ich in Ordnung. Ist für mich sogar ganz knapp an der 8. Ganz, ganz knapp an der 8. Aber ich sag 7. Ich bleib bei der 7. Genau. Staffel 3. Staffel 3. Ja, jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Klonkadetten, Arksoldaten. Ja, der Angriff auf Kamino. Auch da bleibe ich bei der 7. Das hatte tolle Folgen. Also auch mit der Rasse von Bosk nachher, die da jagen, dass Opress erscheint. Genau. Hatte tolle Folgen, ja. Gehe ich runter auf eine 6, weil es hat ein paar Folgen, es hat gute Einblicke, aber es ist so ein bisschen Wirrwarr zwischen Politik und dann wieder Action, dann wieder Politik. Ich weiß nicht, das war eine ganz komische Mischung. Also da hat man auch auf Mandalore mit Satine so ein bisschen mehr gesehen. Ja, hat ein paar gute mit dabei gehabt, aber auch ein paar sehr merkwürdige Folgen, sage ich jetzt mal so. Also für mich ist es eine 6. Sag ganz böse. Staffel 4. Oh, muss ich eine 5 geben, weil die ersten Folgen mich gar nicht überzeugt haben. Genau, und C3PO und R2D2, die da den Ansässigen helfen, die ziehen die Staffel ganz schön runter. Der Umbara Strang war einfach genial. Man muss sich diese Staffel anschauen, wo man nochmal die Deathwatch sieht, wo die Bounty Hunter, wo Obi-Wan undercover geht. Fand ich extrem geil. Nee, weißt du was? Jetzt, wo ich so sehe, mit der Einführung von Maul, gehe ich doch auf eine 7 hoch. Die ersten vier Folgen sind echt schlecht, aber da kommt schon... Staffel 4 hat so den meisten Input, meiner Meinung nach. Genau. Ja, mag sein, aber ich bleib bei meiner Meinung. Ja, natürlich. Staffel 5 war scheiße. Entschuldigung. Ja, also da bleibe ich auch bei einer 5. Gehe vielleicht sogar runter auf eine 4. Der hat zwar auch ein, zwei gute Folgen. Wie gesagt, nachher auch der Angriff auf den Jedi-Tempel fand ich mega. Aber allein diese Druiden-Folgen, ja, also genau. 4 bis 5 irgendwo da. Die erste Folge war gut. 14, 15, 16, 17, 18. Eigentlich die letzten Folgen und die allererste, die waren ganz gut. Aber dazwischen, die Folgen sind einfach mega schlecht und kindisch und... Ja, die mit den eigenen, die Jünglinge, die ihre Lichtschwerter zusammenbauen, dann mit den Kopfgeldjägern, Piraten, hat mir nicht zugesagt. Das war eine eher meh, gehe ich zu einer 4 eindeutig. Ja, dann zu der letzten Staffel 6. Genau. Da gehe ich auf eine 8. Die hat mir sehr gut gefallen, auch wenn ein, zwei Folgen jetzt nicht so meins waren, gerade so mit Rush Clovis, aber gerade die Geschichten mit Yoda am Ende fand ich sehr gut. Selbst die beiden Folgen mit Jar Jar waren nicht schlecht, also das waren die besten Folgen mit Jar Jar, die es in dieser ganzen Serie gab. Und halt die Geschichte mit den Inhibitor-Chips in den Köpfen der Klone fand ich sehr gut gemacht. Genau. Ich bin bei einer 6, weil es hat mir zu viele Meh-Folgen und zu wenig Mega-Folgen. Ist bei mir Staffel 6, 6 Punkte. Finde ich okay. Aber das ein bisschen besser als normal. Gut. Aber das ist ja eine Meinungssache. Jeder empfindet das anders. Genau. Und ich würde sagen, Staffel 7, die bewerten wir, wenn die Staffel 7 durch ist. Sobald dann die letzten zwei Folgen erschienen sind und werden dann nochmal in Dev ein bisschen drüber reden. Vor allem die Parallelen zu Revenge of the Sith und sonstigen. Ganz genau. Den Abschluss von Clone Wars werden wir mal noch besprechen. Aber genau. Im Großen und Ganzen haben wir so unsere Meinung, glaube ich, wiedergegeben von Clone Wars. Ist eine ziemlich coole Serie. Schön, dass sie mit dabei war. Ah, den Film haben wir vergessen. Punktzahl Filme? Film? 4.
Bei mir ist es eine 5. Ist ein Average-Film. Ist für einen Einstieg ganz okay. Jetzt haben wir den Abschluss der Serie vorm quasi Pilot gezogen, aber nein, den Abschluss dieser Folge, den machen wir jetzt. Genau. Mal die Abmoderation an mich zu reißen, ganz böshaft. Es freut mich, dass ihr und sie dabei waren. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Starcast und wir über ein weiteres Thema reden, was ich jetzt noch gar nicht weiß, weil Chris macht hier die Produktionsassistenz und sagt mir dann immer, worüber wir zu reden haben. Ja. Schaltet auch in die anderen Formate von TMS Productions ein. Zum Beispiel Chris hat eine wunderbare Serie, wie er über das Kochen redet, weil der gute Chris ist nämlich Koch. sehr interessant, schaut rein. Auch nochmal ein kurzer Teaser, bald auch Podcast-Serie von mir über Musik durch die Jahrzehnte, durch die Zeiten und die verschiedenen Genres. Ihr werdet natürlich den Teaser als erstes sehen oder hören. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Chris, hat mich mal wieder sehr gefreut, mit dir zu reden. Ebenfalls. Und das letzte Wort gehört als Chef natürlich dir. Jo, ich sag danke fürs Zuhören. Wie gesagt, schaut gerne bei uns an, bei unseren anderen Formaten rein. Wenn ihr up-to-date bleiben wollt, schaut gerne bei TMS Productions auf Facebook oder in Instagram vorbei, sind jeweils verlinkt. Ich danke fürs Zuhören und sag schon mal von mir aus Servus. Ja, tschüss. Servus.